freue mich sehr, heute Abend hier sprechen zu dürfen. Ich danke Frau Schachmuradi und Herrn Rieder Tschech herzlich für die Einladung und die Organisation dieser Veranstaltung. Ich freue mich auch sehr, Teil dieses sehr eindrucksvollen Podiums zu sein. Allerdings muss ich Sie jetzt warnen, weil wir einen ganz erheblichen Sprung machen werden. Nicht ganz in die Gegenwart, aber ins frühe 20. Jahrhundert. Und leider kann ich auch, eben weil ich mich an die Zeitvorgaben halten wollte, nicht mit eindrucksvollen Zitaten dienen. Ich werde Ihnen einige afghanische Autoren des frühen 20. Jahrhunderts vorstellen, die nicht nur moderne Stücke schrieben, sondern sich auch konkret mit der Frage auseinandergesetzt haben, was moderne Literatur ausmacht und was sie bewirken soll. Es wird dabei gehen um Mahmoud Tazi, Mir Ghulam Mohammad Robor und Mohiuddin Anis. Jeder dieser Autoren nutzte unterschiedliche Modelle, um ihren Landsleuten eine literarische Neuausrichtung schmackhaft zu machen. Es geht also um die literarische Moderne, aber nicht in der Praxis, doing modernity, sondern in der Theorie. Ja? Wie soll ein moderner Text aussehen? Alle Texte oder alle Textgenres, die hier verhandelt werden, stammten zwar aus Europa, erreichten Afghanistan aber eher indirekt über das Osmanische Reich. Von 1905 bis 1917 war Istanbul der Hauptknotenpunkt in einem weitreichenden Netzwerk persisch- und türkischsprachiger Intellektueller, die sich an politischem Journalismus versuchten, aber auch untereinander neue literarische Formate rezipierten. Neben Istanbul sind auch Tiflis, Baku und Kairo als Zentren literarischer Aktivität zu nennen. Als Folge der russischen, osmanischen und iranischen Verfassungsrevolution, die zwischen 1905 und 1912 ausbrachen, entstand ein lebhaftes Pressegeschehen, das ein Forum für literarische Experimente mit neuen Inhalten, Genres und Sprachebenen bot. Ein einflussreiches Medium war die türkische Satirezeitschrift Mulla Nasruddin, die zunächst von 1906 bis 17 in Tiflis veröffentlicht wurde, 1921 aufgrund der Verschärfung der Zensur den Redaktionssitz nach Tabriz verlegte und schließlich von 1922 bis 1933 in Baku produziert wurde, das damals bereits die Hauptstadt der aserbaidschanischen SSR war. Und das ist auch der Zeitraum quasi, um den sich die Texte drehen, die ich jetzt besprechen werde. In Afghanistan sehen wir zwei Wellen der theoretischen Diskussion und der literarischen Erneuerung, kann man sagen. Nämlich, was wir sehen in Afghanistan ist, und das, darüber sprechen auch diese Texte, es geht direkt und indirekt hervor, dass in Afghanistan die literarische Moderne und ihre Formate als Fremdkörper angesehen wurden. Ja, hat funktioniert? Die erste Person, die ich Ihnen vorstellen möchte, ist Mahmoud Tazi, der sein Reformdenken aus dem Osmanischen Reich mitbrachte. Denn er war seit seiner Teenagerzeit aufgrund der Verbannung seines Vaters durch den Herrscher Amir Abdurrahman Khan dort quasi aufgewachsen. 1905 gelang ihm dank einer Amnestie durch Amir Abdurrahman Khans Nachfolger Habibullah Khan die Rückkehr nach Afghanistan. Er versammelte eine Gruppe reformorientierter Intellektueller um sich, die nach dem Vorbild der osmanischen Jungtürken als jungen Afghanen firmierten. 1911 gründete er unter der Schirmherrschaft Habibullah Khans die 14-tägig
erscheinende Zeitschrift Sirajul Akhbar und machte sie zum Sprachrohr seiner Reformideen. Im Dezember 1918 wurde die Zeitschrift aufgrund ihrer explizit pro-türkischen und antibritischen Haltung geschlossen. Dass Talsi in Sirajul Akhbar die Grundsätze des afghanischen Nationalismus formulierte, ist hinlänglich bekannt. Seine literarischen und literaturtheoretischen Aktivitäten haben bis jetzt jedoch kaum Aufmerksamkeit erhalten. Hier haben wir eine Übersicht der literaturtheoretischen Essays Mahmud Talsis, die in Sirajul Akhbar bzw. ihrem Beiheft erschienen sind. Während Talsi sich in den ersten zwei Texten mit Poesie befasst, widmet er sich im dritten Text der modernen Prosa. In allen drei Essays ist die Argumentationslinie ähnlich. Talsi arbeitet anhand der Attribute neu, Jadid und alt, Qadim, Atiq, den Kontrast zwischen modernen europäischen und veralteten persischen Genres heraus. Er entlarvt seiner Ansicht nach das Unvermögen der klassischen Poesie, sich mit tiefgreifenden gesellschaftlichen und technischen Veränderungen auseinanderzusetzen. Noch gravierender ist Talsi zufolge der schlechte Einfluss klassischer Gedichte, die den Weingenuss und die Sehnsucht nach jungen Geliebten besingen und als fester Bestandteil altmodischer Lesefibeln die Moral von ABC-Schützen schon bei ihren ersten unschuldigen Leseversuchen verderben. Im Bereich der Prosa sieht Talsi zwar Überschneidungen zwischen den östlichen und westlichen Erzählformen, ist aber der Meinung, dass der technische Fortschritt automatisch Romane nach europäischem Muster hervorbringen wird. In der technisch bestimmten Umgebung werden Mythen und Märchen mit ihrer unlogischen Handlung und überladenen Bildsprache keinen Platz mehr haben. Der europäische Roman mit seinen schnörkellosen und realistischen Beschreibungen ist einfach besser für diese Umgebung geeignet. Die lebensechte Beschreibung alltäglicher Ereignisse ist Talsis Meinung nach dazu angetan, jenen neuen Menschentyp zu verkörpern, der aus der modernen, technisch geprägten Umwelt hervorgehen wird. Besonderen Bedarf wird es für technische Literatur geben, die der Poesie, egal ob traditionell oder modern, den Rang ablaufen wird. Die einzige positive Rolle, die Talsi der Dichtung zuschreibt, ist mit einer Impfung vergleichbar. Die Poesie soll sich nicht nur technisches Vokabular zu eigen machen, und Talsi experimentiert auch mit solcher Poesie, sondern auch neue, moralisch gefestigte Leser hervorbringen, die den Herausforderungen der neuen Zeit gewachsen sind. Hier haben wir nochmal Mulla Nasruddin. Für Talsi liegt es auf der Hand, dass die Einführung neuer Technologien den Übergang zu neuen literarischen Formaten unausweichlich macht. Seine Sicht der Moderne entspricht der heranpreschenden Lokomotive auf dem Titelbild von Mulla Nasruddin, die sich sicherlich durch die Drohgebärden der Vertreter der alten Ordnung, ja, die Gentlemen, die da ihre Knüppel schwingen, nicht aufhalten lassen wird. Die zweite Diskussionswelle zur literarischen Moderne wurde ebenfalls von einer Zeitschrift angestoßen, die von der afghanischen Regierung unterstützt und gesteuert wurde. 1930 gründete Nadir Shah die Anjumane Adabiye Kabul, die Kabuler Literaturgesellschaft. Ab 1931 erschien die Zeitschrift Kabul als offizielles Organ dieser Gesellschaft. Die ersten Ausgaben entsprachen voll und ganz der programmatischen Vorgabe, die persische Schriftsprache zu reformieren und standardisieren. Im Rahmen dieser Zeitschrift möchte ich zwei Autoren ansprechen. Mir Ghulam Muhammad Ghubar und Mohayuddin Anis. Ghubar
der 1896 in eine Kabuler Beamtenfamilie hineingeboren wurde, erfuhr seine intellektuelle und politische Prägung durch Mahmud Ghazi, dessen jungafghanischer Bewegung er sich in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg anschloss. Obal hatte im Lauf seiner Karriere kurzfristigen, direkten Kontakt mit Europa, da er 1924 und 1930 jeweils als Sekretär der afghanischen Gesandtschaften nach Paris und Berlin fungierte. Bei Robals literarischem Artikel mit dem Titel Adabiyat dar Afghanistan, Literatur in Afghanistan, handelt es sich um eine Literaturgeschichte vom 10. bis zum 19. Jahrhundert, in der er, ausgehend von den modernen Staatsgrenzen, das einzigartige intellektuelle Milieu Afghanistans und seine zentrale Rolle für die Entwicklung der persischen Literatur insgesamt herausarbeitet. Zudem schreibt er jeder Epoche die Entwicklung und Förderung spezifischer Schreibstile zu. Entsprechend Robal die Dichter in die Verantwortung. Ihnen fällt die Aufgabe zu, ihre Kreationen den spezifischen Anforderungen ihrer Zeit anzupassen. Für Robal ist die Fortentwicklung der Literatur also nicht lediglich eine beliebige Option, sondern eine gesellschaftliche Verantwortung, der sich die Dichter stellen müssen. Und aus dieser Argumentation heraus verwahrt er sich gegen zwei Arten blinder Nachahmung. Die zeitgenössischen Dichter sollten weder starr an überkommenen Formaten kleben, noch sollten sie unbesehen westliche Konventionen übernehmen, die nicht nach Afghanistan passen. Und nun zu unserem dritten Protagonisten, Mohajuddin Anis. Dieser wuchs in Ägypten auf, wohin es sein Großvater, ein Händler aus Mukur, nahe Ghazni, verschlagen hatte. Anisens Interesse an der Heimat seiner Vorfahren wurde durch eine afghanische Delegation nach Ägypten geweckt, die im Auftrag von Amir Amanullah Khan, dem damaligen Herrscher, dort eine Druckerpresse einkaufen sollte. Er ging zunächst nach Herat und ließ sich dann 1926 in Kabul nieder. Im folgenden Jahr begann er, die Zeitschrift Anis zu publizieren, die von 1928 an wöchentlich erschien und sich fortan auf politische und gesellschaftliche Themen konzentrierte. Doch kommen wir zu Anis literaturtheoretischen Überlegungen. Wie schon der Titel, der Roman oder die Kunst des Geschichtenerzählens, Roman ou fan écrire, andeutet, versucht Anis eine Verbindung zwischen traditionellen persischen Prosa-Genres und dem Roman herzustellen. Ähnlich wie Robal beschreibt er die Ausformung der Literatur als Resultat des jeweiligen Milieus. Anis betrachtet das Geschichtenerzählen als Reflexion jener moralischen und geistigen Grundhaltung, die im jeweiligen Milieu verankert ist. Dieses spezifische Temperament, Mizaj, kommt beim Geschichtenerzählen zum Ausdruck. Anis untermauert seine Argumentation mit einem geschichtlichen Überblick, der bis in prähistorische Zeiten zurückreicht. Der Versuch, das europäische Genre des Romans als die logische Fortentwicklung der traditionellen afghanischen Erzählkunst zu konstruieren, stößt allerdings auf das Problem, dass in Afghanistan seinerzeit kein wirkliches Pendant zum Roman existiert. Diesen Mangel führt er auf den jüngsten kulturellen Niedergang des Ostens zurück. In der vorangegangenen Generation sei die Kunst des Geschichtenerzählens verloren gegangen, wodurch das Hervortreten des Romans als nächster logischer Schritt in der Evolution der heimischen Literatur ausgefallen sei. An diesem Punkt stößt Anis Modell einer kausalen und linearen Fortentwicklung der afghanischen Literatur also an seine Grenzen. Er versucht, dieses Dilemma zu lösen, indem er den Roman als zeitloses heimisches Modell darstellt, das erst in jüngster Zeit von der Bühne der literarischen Produktion verschwunden ist. Um die so entstandene Kluft zu überbrücken und dieses Genre wiederzubeleben, müssen die neuen Autoren mit dem Geist ihrer Vorväter
und deren Milieu in Verbindung treten. Ich komme zum Ende. Obwohl fast 16 Jahre zwischen Thalsis und Anis Essays zur Erzählliteratur liegen, haben sie gewisse Gemeinsamkeiten. Beide Autoren stellen eine Verbindung zwischen Geschichtenerzählen und dem Roman her und versuchen, das moderne Genre möglichst tief in der afghanischen Literaturgeschichte zu verankern. Während Thalsi den Roman als europäisches Äquivalent heimischer Anekdoten, Hekoya, und Erzählungen, Afsona, sieht, benutzt Anis den umfassenderen Begriff des Geschichtenerzählen, Qissa, als gemeinsame Klammer für alle klassischen und modernen Genres der Erzählliteratur, unter die auch der Roman fällt. Auch zu Robard gibt es gewisse Parallelen. Sowohl Anis als auch Robard versuchen die Literatur auf ein spezifisches nationales Temperament zurückzuführen. Anis legt jedoch größeres Gewicht auf den kreativen Prozess des Geschichtenerzählens, der in enger Beziehung zur geistigen, emotionalen und moralischen Haltung der afghanischen Bevölkerung steht. Bei ihm sticht also vor allem die afghanozentrische Argumentation ins Auge. Abgesehen von dem Begriff Roman vermeidet er jeden direkten Bezug zu westlichen Impulsen und konzentriert sich auf den Osten, Sharq, als eigentlichen Entstehungsort der Literatur und lokalisiert hier ihren Niedergang und ihre gegenwärtige Erneuerung. Dieses Beharren auf der Verwurzelung der modernen Prosa in der afghanischen Literatur hat etwas Defensives und lässt den Eindruck aufkommen, dass sich diese Wahrnehmung keineswegs unter jener Leserschaft durchgesetzt hatte, die die Zeitschrift Kabul ansprechen sollte. Wenn wir also zum Abschluss die drei afghanischen Protagonisten der literarischen Moderne Revue passieren lassen, sehen wir, dass jeder von ihnen ein eigenes Modell für den Übergang zu neuen Formaten und deren Vereinbarkeit mit den historisch gewachsenen Genres entwirft. Thalsis Essays strahlen Leichtigkeit und Optimismus aus. Technischer und somit literarischer Fortschritt ist unaufhaltsam und wird automatisch nützliche westliche Modelle mit sich bringen. Robard sieht die Autoren in der Pflicht. Es liegt an ihnen, zeitgemäße westliche Formate zu selektieren und den spezifischen Anforderungen Afghanistans anzupassen. Anis geht davon aus, dass das passende Prosa-Genre bereits in Afghanistan existiert, zurzeit aber unbemerkt vor sich hin schlummert und darauf harrt, von einheimischen Autoren wachgeküsst zu werden. Mit so einem Aufruf zum goldenen Zeitalter vor dem Niedergang des Ostens zurückzukehren, kann er jedoch nicht die Tatsache übertünchen, dass seine Zeitgenossen schon in der Lektüre westlicher Genres die Gefahr der Selbstentfremdung witterten. Ich danke Ihnen.